Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es einmal um den Strafprozess in dem Mordfall an Lena aus Wunsiedel. Und es geht auch nochmal um den Fall von Luise aus Freudenberg. Am Dienstag, den 27. Februar 2024, sind vor dem Landgericht Hof die vorerst letzten Zeugen im Prozess um die Vergewaltigung von Lena im Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef in Wunsiedel gehört worden. Mehrere Personen aus dem Umfeld des 26-jährigen Angeklagten haben da ausgesagt. Und dazu zählten unter anderem eine ehemalige Grundschullehrerin, sein Stiefvater, zwei ehemalige Arbeitgeber und ein alter Freund des Angeklagten. Die Grundschullehrerin erinnert sich an die allgemein eher geringe Emotionalität des Angeklagten und auch an kleinere Diebstähle. Sein Stiefvater sagte aus, dass er sich an keine früheren Auffälligkeiten in sexueller Hinsicht erinnern kann. Und ein alter Freund des Angeklagten aus gemeinsamen Zeiten im Wunsiedlerheim stellte ebenfalls eine gewisse Neigung zu Diebstählen fest. Als grundsätzlich ruhig und unauffällig stellten seine ehemaligen Arbeitgeber den Angeklagten dar. Aktenkundige Vorfälle in der Heim- und Kinderpsychiatrie-Geschichte des 26-Jährigen sprechen jedoch eine andere Sprache. Unter anderem soll er eine Pflegefamilie, bei der er zwischenzeitlich untergebracht war, bedroht haben, worauf er dann wieder ins Heim musste. Laut polizeilichen Ermittlungen hätten sich keinerlei Hinweise auf eine ausgeprägte pädophile Neigung des Angeklagten ergeben. Die aus seinem Mobiltelefon gefundenen pornografischen Bilder und Videos seien nicht strafrechtlich relevant gewesen. Gegen den Angeklagten ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Besitzes von KP-Inhalten. Dies teilte ein Sprecher der Behörde am Mittwoch, dem 28. Februar 2024, auf Anfrage der deutschen Presseagentur mit. Zuvor hatten darüber mehrere Medien berichtet. Aber im Handy des 26-Jährigen fanden Ermittler demnach entsprechende Inhalte. Da die Ermittlungen noch laufen, sind sie nicht Teil dieses Verfahrens vor dem Landgericht. Hier geht es nur um den Vorwurf, dass ein 10 Jahre altes Mädchen im April 2023 in dem Heim im oberfränkischen Wunsiedel vergewaltigt hat. Und zuvor soll er in das Heim eingestiegen sein. Und dies hat der Angeklagte vor Gericht eingeräumt. Ich komme nochmal ganz kurz auf den 11-jährigen Jungen zurück. Der soll bei der mutmaßlichen Tat dabei gewesen sein und das Mädchen beim Streit zu einem späteren Zeitpunkt getötet haben. Der Angeklagte soll das Heim bis dahin laut Anklage bereits verlassen haben. Und der Junge kann eben aufgrund seines Alters nicht strafrechtlich verfolgt werden. Vor Gericht gab der mittlerweile 12-Jährige an, dass der Angeklagte ihn gedrängt habe, das Mädchen zu töten. Als Grund gab der Mann gegenüber dem Jungen demnach an, das Mädchen habe sie beide erkannt. Der Verteidiger des 26-jährigen Angeklagten Daniel T. hatte zu Prozessbeginn dagegen eine Erklärung verlesen, wonach der Angeklagte den Tod des Mädchens zu keinem Zeitpunkt gewollt und den Jungen auch nicht zu der Tötung aufgefordert habe. Der Verteidiger ließ eine DPA-Anfrage für eine Stellungnahme zu den Anschuldigungen des Jungen bislang unbeantwortet. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von 10 Jahren für den Angeklagten. Eine Beteiligung des 26-Jährigen an der Tötung des Mädchens könne ihm nach Auffassung der Staatsanwaltschaft dagegen nicht zur Last gelegt werden, wie ein Gerichtssprecher mitgeteilt hat. Es hätten sich keine objektiven belastbaren Beweise zur Widerlegung der Einlassung des Angeklagten ergeben. Auf die Aussage des inzwischen 12-jährigen Nebenklägers, die sich im Laufe des Verfahrens wiederholt geändert habe, könne keine Verurteilung wegen einer Beteiligung an der Tötung des Mädchens gestützt werden, hieß es. Neben den Sexualstraftaten ist der Mann wegen mehrerer Diebstähle und Wohnungseinbrüche angeklagt. Auch diese Taten hat der Angeklagte weitgehend eingeräumt.
Der Verteidiger des Mannes sprach sich am Mittwoch für eine Gesamtfreiheitsstrafe von 6 Jahren aus. Die Anwältin der Mutter des Mädchens forderte in ihrem Plädoyer eine höchstmögliche Freiheitsstrafe. Der Anwalt des Vaters stellte keinen eigenen Antrag. Der Nebenklagevertreter des Jungen bat um ein gerechtes Urteil. Am 20. März soll das Urteil verkündet werden, also einen Tag, nachdem im Fall von Hannah W. das Urteil verkündet wird. Ja, dann kommen wir nochmal zurück zu dem Fall von Luise aus Freudenberg. Und auch in diesem Fall gibt es noch einen Prozess, aber keinen Strafprozess, da die beiden Täterinnen ja strafunmündig sind. Aber es gibt einen Prozess bezüglich des Schmerzensgeldes. Und im Zuge dessen wurden dann auch ein paar weitere Details bekannt. Es ist jetzt bekannt geworden, dass das Handy von einem der beiden Mörderinnen oder beziehungsweise Täterinnen, sagen wir es besser so, 72 Minuten am Tatort eingeloggt war. Und in dieser Zeit wurde Luise in Freudenberg von ihrer besten Freundin und einer Mitschülerin fast mit einer Tüte erstickt und schließlich mit 74 Stichen getötet. Sie verblutete am 11. März 2023 qualvoll. Das heißt, es war gestern, vor einem Jahr. Die beiden haben eine Überraschung für mich vorbereitet. Ich bin schon ganz gespannt. So oder so ähnlich muss einer der letzten Sätze gelautet haben, die Luises Mutter von ihrer Tochter hörte. Kurz darauf verließ sie das Haus und lief nichtsahnend direkt in eine mörderische Falle. Sie ging mit ihrer besten Freundin, damals 12, und einer Mitschülerin, 13, in den Wald von Freudenberg-Hohenheim. Die Frage ist, wie sehr und wie lange musste Luise leiden? Das wird eine zentrale Frage für den Richter sein oder für die Richter. Dazu schweigen die Täterinnen, doch die Ermittlungen sprechen eine deutliche Sprache. 74 Messerstiche löschen das Leben von Luise aus. Die Tatwaffe wurde nie gefunden. Die Obduktion geht von einer kurzen Klinge aus. Sogar eine Nagelfeile wurde anfangs von der Polizei in Betracht gezogen. Einige Stiche verletzten innere Organe, auch die Lunge. Doch am Ende war keine der Verletzungen unmittelbar tödlich. Luise verblutete. Ein weiteres Indiz für ihr langsames Sterben? Das Handy der Haupttäterin sendete länger als eine Stunde Signale zum Funkmast vom Tatort. Dann wurde es ausgeschaltet. Und mindestens so lange dauerten vermutlich die Schmerzen und die Todesangst von Luise. Die Ermittlungen hatten ja ergeben, dass das jüngere Mädchen zuerst eine Tüte und Klebeband aus der Tasche holte, um Luise zu ersticken. Verzweifelt und erfolgreich wehrte sie sich dagegen. Das belegen die Abwehrverletzungen. Plötzlich habe ihre Freundin das Tatwerkzeug in der Hand gehalten und befohlen, halt die fest, sagte das zweite beklagte Mädchen der Mordkommission. Unter Schock habe sie das getan. Der Angriff habe auch sie völlig überrumpelt, so sagt sie es zumindest. Die Mordkommission fand Chats, in denen der Mord schon Tage zuvor Thema war. Sie habe den Plan der 12-Jährigen aber für Spinnerei gehalten und nicht ernst genommen, sagte das Mädchen, dessen Eltern jetzt mit Bild gesprochen haben, der Kripo. So, das war dann nochmal Update in dem Fall von Luise aus Freudenberg und auch einmal der Punkt, dass der Prozess gegen Daniel T. im Fall von Lena aus Hunsiedel auch dem Ende zugeht. Allerdings, auch da muss ich wieder sagen, für das, was sie durchleiden musste, wird es wohl wieder eine sehr geringe Strafe geben. Also 10 Jahre, Staatsanwaltschaft gefordert, 6 Jahre, die Verteidigung, ja, viel ist das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, für das, was dort passiert ist. Dann seid ihr auch hier wieder up to date und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.